Gut, Freunde, mal ein ganz kurzes Intermezzo. Ihr seht hier wie heißt sie nochmal? Gosakus Rüstung, ja. Aber diese Rüstung ist ihr seht's, Ozeanwächter. Ja, das hat was zu bedeuten. Ich zeig's euch jetzt. Dann habe ich das Liebestuch. Dann habe ich die Karmasichel-Stirnband und das Katama Schlauer Tanuki. Ja, das gibt eine Trophäe. Ja, aber nur wenn du diese Teile anhast. Also du musst diese Rüstung haben, das Stirnband, das Tuch, das Katana und diese Farbe ist äußerst extrem wichtig. Jetzt habe ich's, man bekommt sie in der Umugi-Bucht bei dem Händler. Ihr seht dort, seht das hier, die Umugi-Bucht. Da ist ein Händler. Jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, jetzt ganz ehrlich. Wenn, dann hier. Und ihr müsst auch die Gosako-Rüstung und alles andere haben. Nur ihr bekommt's dann überall. Dann müsst ihr auch hier die Säulen der Ehre haben und und. Aber ja. So sieht man dann aus und dann bekommt man die Trophäe. Ja. Welche war das denn jetzt? Ich sag euch noch Bescheid, ich gucke nochmal nach. Also, ihr wisst Bescheid und ja, die Info wollte ich euch zukommen lassen. So, Wächtergipfel. Naja, bin mal gespannt jetzt. Ja, wir sind wieder auf Iki und los geht's. Ja, ihr seht, ich habe die Fundoshi Rüstung an. Naja, Rüstung kann man es nicht wirklich nennen, aber ja. Es ist so, der Köter muss weg. Und du musst weg. Lebt der noch? Wollte gerade sagen, also das wäre ein Hammer jetzt. Moment, da kommt einer, der hat was gemerkt. Wie funktioniert das denn? Wo ist der denn jetzt? Du hältst die Fresse. Du hältst auch die Schnauze. Wer ist denn da noch? Kann ja auch nie sein. Weiß, vielleicht kommen die ja noch runter. Wow, wow, wow. Wieder Versteckspiel. Ihr schleicht herum wie ein hinterlistiger Verbrecher. Ja und? Bleib locker. Die Alte kann uns gar nichts. Jin, die ist so sauer, dass du nicht. Ja. Oh, Moment, da kommen die Hunde. Ja. Und wenn, dann will ich die erstmal wegholen. Ja. Ich weiß nicht. Moment mal. Was ist hier? Hä? Ich will die Nummer einziehen. Die ist gar nicht so verkehrt. Nee, die ist so richtig schön behämmert. Ja. Aber geil. Muss ich sagen, also das geht nicht. Nein, das geht nicht. Wie denn nicht? Du machst gar nichts. Halt die Fresse. Jetzt sieht's aber, naja, doch geht noch. Ja, die sind ziemlich aufgeregt, würde ich sagen. Da ist der Köter.
ist der. Wow, jetzt seht ihr, jetzt siehst du mal ein ganz kleines Lager, aber 1000 Leute, ey. Wow. Scheiße, wo ist der denn jetzt? Da. So. Naja, das mag ja alles sein, Freunde, aber nicht mit dem Onkel hier. So, habt ihr euch wieder beruhigt? Was ist denn mit denen jetzt? Ey, ich höre doch Hunde. Gedöne. Scheiße. Was für ein Siddich? Das war's. Du mit deinem Siddich. Keine Ahnung, was das. Ah, nicht dadurch. Oder doch? Nee, erstmal nicht. So. Also hier haben wir soweit. Haltung. Eisen. Ja, schauen wir mal. Ja. Hey, das will ich haben. Da ist der Köter. Hm. Er freut sich schon wie so ein Schneekönig, ey. Ja. Nee, da will ich jetzt erstmal nicht durch. Ist der. Oh Mann. Oh Mann. Moment. Da habe ich doch Mittel für. Nein. Der Schamane da hinten. Stimmt, wir haben es ja jetzt mit Schamanen zu tun. Alter. Alter, bist du wahnsinnig. Oh nein. Aua. So, so sieht's aus. Wo sind die denn jetzt, Alter? Okay. Wham! Wow, Chakawanga! Ihr müsst flüchten. Das tun sie auch. Ist ja der Hammer. Das tun sie auch. Sieht mich. Wie kann der mich sehen? Muss gerade sein, der kann mich doch gar nicht sehen. Aua! Naja, also einen starken Wurfarm, aber es nützt dir alles nichts. Oh, erledigt. Scheiße. Ja, jetzt werden die alle zerstört. Das ist so viel Loot jetzt weg. Ja. So eine Scheiße. Oh Gott, ich bin doch so eine arme Sau. Hm. Ja, aber haben wir schon wieder einen Küstengrad, haben wir schon wieder frei. Das ist sehr gut. Ja, das sieht so Hammer aus, ehrlich. Echt der Hammer. Ja, ohne Flachs. Wirklich. Na prima, na gut. Trotzdem werde ich mal hier kurz durchjuchten. Ja, weil hier nichts mehr ist. Absolut nichts mehr. Na gut, okay. Wow.
Ach, guck mal da. Zeig, ich muss mal links. Ist das da oben? Will sich dem Adlerstamm unterwerfen. Ja, ich nicht. Da. So viel von ihrem Gift gehört. Davon, was man damit alles sieht und hört. Ja, das stimmt. Ich habe ja von dem Gift gekostet und die Adlerbraut, die meint ja wirklich, ach, eine Säule der Ehre. Ja gut, jetzt weiß ich, worum es hier geht mit den ewigen Hoffnungen. Daran haftet noch der Duft von Blauregen, die viele Menschenleben überdauern kann. Na gut. Aber that's it. Ja. Ja, ich meine, das sieht ja nicht schlecht aus, ne? Lassen wir das einfach mal an. Gut, kommt für die Folge. Absolut. Mega. Ja. So, lass uns mal von hier oben gucken. Vielleicht sehe ich ja noch irgendwas, was wir. Nee, eigentlich nicht. Nö. Also, ich muss hier hin. Genau. Ja, das ist jetzt das Schöne. Hin und her reisen, weil wir brauchen nicht mehr allzu viel. Besser gesagt, Klamotten oder so. Ich weiß nicht, irgendeine Rüstung oder zwei fehlen mir noch. Ja, das kann gut möglich sein. Aber jetzt wollen wir das mal gucken. Rüstung. Oh, 1, 11, 12, 13. Und 12 soll es eigentlich nur geben. Jetzt mal ernsthaft. Ja. Es soll nur 12 geben, aber jetzt, ich habe schon 13. Oh, hoffentlich ist da keine Unglückszahl. Nee. Ach so. Nein, Auszeichnung. Icky, da. Zack. War das doch, ne? Ich habe Plünderer. Fune, genau. Fune, mit Fune reden. Genau. Ja, ich werde hier auch noch ein Turnier machen. Das irgendwo hier ist. Ja, wo weiß ich noch nicht, aber ja. Da muss ich gegen 5 Kämpfer, glaube ich, kämpfen und keine Ahnung genau, aber. Irgendwie finde ich das schon, wo ich das machen muss, wie ich das machen muss. Die sind immer noch durchgedreht. Ja. Ja, ich auch nicht. Ich bin unschuldig. Was lacht ihr denn? Na, guck mal. Mal gucken, was Fune sagt. Ja? Vielleicht findet sie ja der scharf und springt mir an, oder was? Keine Ahnung, ob ich das will. Ach, guck mal, da ist sie sogar. Jin aus Yarikawa. Ja? Mich selbst übertroffen. Ah, findet sie? Meine Männer sind sicher zurück und Fort Sakai ist in unseren Händen. Wir haben endlich eine Chance gegen den Adler. Habt ihr sie schon gefunden? Noch nicht, aber ich habe etwas erfahren. Während ihr weg wart, haben meine Späher Befehle des Adlers an ihre Schamanen abgefangen. Klingt, Gut. als wolle sie einen Samurai gefangen nehmen. Nannte sie Namen? Nein, aber wir können uns wohl denken, wen sie jagt. Was ich mich frage, wieso möchte sie euch lebendig haben? Der Adler nahm mich bei meiner Ankunft gefangen. Ich entkam. Aber vielleicht will sie ihr Werk vollenden. Was verschweigt ihr mir, Samurai? Fune! Jin! Wir suchten den Adler. Wir hatten sie verloren, sind aber über eine ihrer Patrouillen gestolpert. Wir haben sie hierher verfolgt. Draußen bei den Klippen wimmelt es von Mongolen. Wir mussten uns in die Zuflucht hineinschleichen. Der Adler weiß, wir sind hier. Sie wird uns finden. Sie schlägt zurück. Das ist die Rache für ihr Kriegsschiff. Und den Tod ihres Schoßhundes Kunbisch. Wir können auf das Schiff fliehen. Gebt euer Heim jetzt auf und ihr verliert es. Sterbt ihr lieber hier? Wir könnten sie von der Zuflucht weglocken. Sie an Land bekämpfen. Sie sind in der Überzahl. Das waren die Samurai auch. Ihr kennt das Gelände besser. Vielleicht ein Hinterhalt? Irgendwo, wo wir im Vorteil sind. Im Dorf Kidafure. Steht der Plan? Trommel alle zusammen, Tenso. Wir müssen sofort los. Na, jetzt bin ich mal gespannt wie so ein Flitzebogen, ehrlich. Was jetzt hier abgeht. Nicht, dass das jetzt wieder der Endkampf ist und danach das Ende. Das traue ich den Spielentwicklern. Ja, Moment, aber jetzt mache ich hier keine Spielereien mehr. Nein, 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 nein. Truppen des Adlers nach Kidafure locken. Andere bereiten einen Hinterhalt vor. Was ist mit den Dorfbewohnern? Es ist verlassen. Seit der Schlechter von Iki ist zerstört. Euer Vater hat das ganze Dorf niedergemetzelt. Und ihr habt ihn nicht aufgehalten. Der Wachturm. Von dort haben wir gute Sicht. Unsere Schwester nicht. Postiert Leute an den wahrscheinlichsten Stellen.
Ein paar von uns warten zu Pferd ab. Und schreiten bei Bedarf ein, wie beim Löschen eines Lauffeuers. Wir müssen eine große Fläche abdecken. Wo sollen wir die Männer positionieren? Ja, Moment. Warte. Postiert sie unter den unschuldigen Opfern eures Vaters. Bei den Bäumen. Lasst die Männer dort Ausschau halten. Wenn sie etwas sehen, können sie uns mit dem Feuerwerk vom Schiff ein Signal geben. Sie sollen es zünden, sobald sie die Invasoren sehen. Und dann reiten wir los. Das war's? Nein. Versteckt Kämpfer in Häusern und Kornspeichern. Wo sich eures Vaters Opfer verstecken, weinend und voller Angst. Wenn die Mongolen nicht herkommen? Setzt Reiter zum Angriff auf ihre Flanke an. Zwingt sie her. Was würdet ihr dort tun? Als die Dorfbewohner die Männer eures Vaters anrücken sahen, wussten sie, sie waren des Todes. Dort sind sie zurückgewichen. Was? Wer wich zurück? Dort können wir zurückweichen, falls es zu viele sind. Wir verstärken sie mit allem, was wir aufbieten können. Bringt alle in Position. Wir halten uns vorerst zurück. Wow. Sie wissen nicht um den Schrecken, den euer Vater hier verbreitete. Das den ist wahr. Schrecken, den ihr nicht verhindert habt. Als Kind. Du kannst mir viel erzählen. Ja. Reitet auf eure Posten. Gebt Signal, wenn ihr sie kommen seht. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Du warst hier, als dein Vater das Dorf massakrierte. Es war kein Massaker. Deine Leute schlachteten ein unbewaffnetes Dorf ab. Es hielt bewaffnete Krieger versteckt. Und ihre Familien. Streitet euch die genau da. Überfielen unsere Patrouillen. Legten Fallen, die unsere Krieger verstümmelten. Schlitzten ihnen im Schlaf die Kehlen auf. Was habt ihr erwartet? Ihr kamt zum Töten her! Schreit noch lauter. Ein Freund von mir wuchs in diesem Dorf auf. Als die Samurai abzogen, fand ich seinen Körper. Ich brauchte eine Woche, bis ich auch seinen Kopf gefunden hatte. Das tut mir leid, Tenzo. Es tut dir leid? Hast du eine Vorstellung davon, wie es ist, einen Freund so zu finden? Weißt du, wie viele Leben dein Vater zerstört hat? Zu viele. Könnte ich das ändern, würde ich es. Hast du aber nicht. Andere mussten ihn umbringen. Und ich sah ihn sterben. Hey. Hätte ihn retten können. Und tat es nicht. Warum nicht? Oh oh. Sie sind hier. Zu jetzt geht's los. Sie kommen. Bereit machen. Ach so, da ist es ja. Tenzo, Jin, zu mir. Schlagt hart und schnell zu. Fallen wir hierher zurück. Eine Gruppe bleibt, um die Verteidigung zu stärken. Auf der Seite der Mörder eures Vaters zu kämpfen. Was würde er dazu sagen? Danke. Hast du gut gemacht. So, ich bin mal gespannt, wie viel. Das wird bestimmt ein ganzer A voll. Trampelt sie nieder. Ich nenne die mal. So, nicht den, nein, um Gottes Willen. Ramsti. So, jetzt geht's rund hier. Verschaffen wir unseren Männern mehr Zeit. Angriff! Ready?
Komm her, du feige Sau. Anfang. Ja, ein guter Anfang. Da haben sie recht. Es kommen noch mehr Mongolen. Aufsteigen, auf geht's. Halt. Wo ist es? Dann komm her. Wenn ich dich rufe, musst du schon kommen. Aber das ist nicht das, was ich wollte. So, too nice. Das ist wie in den alten Zeiten. Ja, ne? Erinnert sich, wie sie die Samurai abschlachteten. Ja und? Schnell! Bereiten wir den Mongolen ein Willkommen. Auf den Wagen sind ein paar Fässer Schwarzpulver. Ihr wart fleißig. Ja, die Dicken, die sind ziemlich heftig. Wo ist der? Du hältst die Fresse. Ey! Der lebt noch. Das darf nicht sein. Die dürfen alle nicht mehr. Mensch, komm. Sind auch erledigt. Ja, da ist noch einer. Alter. Das waren die letzten. Wir haben sie aufgehalten. Das erste. Den Anblick vergesst ihr niemals. Alter. Der Boden war durchtränkt davon. Ja und? Nichts als Zerstörung um euch. Seht, was Kasumasa Sakai getan hat. Der Schlechter von Iki. Interessiert mich im Feuchten. Der Feuerwerk im Westen. Wir halten das nicht ewig durch. Gehen wir. Alles gut? Ja. Reite weiter. Tone! Meinst du, die Rückzugsabwehr ist soweit? Unsere Leute brauchen mehr Zeit. Wir halten sie so lange wie möglich auf. Wow, also das geht ja mal richtig ab hier. Es ist so ruhig. Wir haben den Speer postiert. Ich sehe sie nicht. Vielleicht ein Hinterhalt. Sehen wir uns das an. Ja, das ist auch ein Hinterhalt. Ja. Sie haben unsere Speer. Bleib zurück. Ich schleiche rein und überrasche die Mongolen. Na los. Ja, dafür, wenn ich die alle auf einmal aufhetze, dann ist Polen offen. Scheiße, Mann!
cool bin. Mensch, mach doch den da nieder. Mann, das hat gar nichts genutzt, ey. So. Ein Schlamm. Wo sind die denn jetzt alle hier? Wenn ich das wüsste. Ja. Sicher? Oh, nice. Ja, ich will, aber ich kann nicht. Achso, die lassen mich nicht. Nee. Irgendwann wird das so oder so rauskommen. Ja, warte jetzt nur, wo muss ich denn hin? 30 Meter, dort. Okay, ich muss da ihn befreien. Natürlich den schwersten. Also klar, ist kein Wunder, ne? So ein Hammertyp wie ich. Ja. Yeah. Wow. Jetzt geht's aber hier rund, ey. Das sieht aus wie ein Endkampf. Ja. Wow. Es sind einfach zu viele und wir sind zu wenige. Ja, jetzt machen wir aber mal einen Cut. Wir stellen sie dort. Reite voran, Samurai. Gut, mach ich doch glatt. Rückzug!